Oh, und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in Darkness Falls. Hier ist der Danger Seeker. Moin Leute, wie geht's euch? So, dann wollen wir mal schauen, was haben wir denn hier für Jobs? I've got just the task. You the man. Yep, I'm the man. Mein Fahrrad eigentlich hin. Was gelassen? Sollen wir irgendwelche Vorräte holen? Das Mob wie für Trader Bob. Oh shit, ich habe die Tür offen gelassen. Dietriche mit, aber hier war ich anscheinend schon dran, ne? Ja. Gucken wir noch mal in den Briefkasten. Wieder nur Papier. Finden wir hier. Ein Vorschlaghammer. Lederstaubmantel. Das ist nein. Ja, Vorräte sind gleich hier vorne. So, Job erledigt. Oh, hier haben wir noch Leder. Leder? Ja, das war Stoff. Oh. Nicht schlecht. Oh shit.
können wir abhauen. Ja, die Küche noch durchsuchen, aber hier gibt es gar nichts mehr zu durchsuchen. Noch ein Kochtopf. Shit. Feder? Jo. Geht's jetzt zur Arbeit. Au. Beides mit. Oh. Jetzt Art nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Main Loot. Messbecher. Hebeband. Magnum Muni. Der Steinachs. Und einmal nix. Oh shit. Ja, das macht nichts. Gehen wir hier durch raus. Müll. Nee. Und dann heißt es wieder zurück zum Händler. Aber nicht ohne vorher noch mal in den Müll reinzulupen. Bisschen Gammelfleisch. Kane, was ist da los? Die Müllbeutelsäcke haben kein Loot drin. Oh, falls ihr es nicht wisst, Kane ist der Macher, der hat die Darkness Falls Mod entwickelt. Isn't so bad. Many thanks. You've proved to be very resourceful. Here's your pay. Halt die Feuerwehr.
hier einen Kochtopf. Das ist einer. Was? Nur 77? Holy shit. Will auch? Ja, nehmen wir. Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Gut. I like you, friend. Okay, maybe next time. So can you do me a favor? Well, I can't say I'm not disappointed, but I still like you. Mhm. Nehmen wir denn, Leute. Rudeln habe ich keinen Bock. I'm in a little predic. It's rare to find honor in these dark times. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie spät es ist. Was wir hier auch sehen. What are you looking for? Can you help me? Da kann man sie sehen. 1746, oha. Goodbye. Au. Whoa, whoa, whoa. Wieder. Mal noch eine Truhe. Und die ganzen Lebensmittelchen rein. Hätte ich auch einfach haben können. So, gut. Ach, das ist so. Schon dran. Muss ich denn hin? Ja. Oh. Haben wir schon dran, aber Honig? Nö. Honig. Auch kein Honig. Ärgerlich. Oh, das ist noch ein Baumstumpf. Mal Müll.
Müll meldet nix. Oh, lieber. Aber jetzt nochmal einen leeren Baumstumpf. Nest. Hackenmuni. Ja, haben wir so schnell abgelenkt. Zwei Nester nebeneinander. Klebeband. Hause. Gar nicht so schlimm. Oh. Dann gucken wir nochmal in die Kiste. Feedback. Ja. Das ist auch Honig. Entweder nach dem Kopf oder nach Big Boy. Oh, wieder noch. Scheiße. Oh. Man. Oh, Kenny. Na, was wird denn das? Ah, 762 Muni. Bitte. Shits.
Bücherregal. Ach, da sind die Vorräte. Ich glaube, das bevor es 10 Uhr geworden ist. Das ist doch gut. Ciao, ciao. Gleich wieder beim Hin. Auch noch meine Pedale. Oh, Nest. So, well, howdy do. Now we're cooking with gas. No, I just knew me. I'm in a bit of a quandary. You the man. Na gut. Aber das ist am nächsten Tag, Bob. In der nächsten Folge, meinst du? Ja, gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für diese Folge. Zwei Quests haben wir erfolgreich abgeschlossen. Sind diesmal nicht drauf gegangen. Jetzt müssen wir irgendwie noch die Nacht überstehen. Nächsten Morgen hole ich euch zurück in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.